Wir haben heute eine der dramatischsten Klimaverhandlungsrunden erlebt in 15 Jahren Klimageschichte. Mein Name ist Christoph Balz von Sherm Watch, die meisten kennen mich. Und ich bin bei den ganzen 15 Jahren dabei gewesen bei diesen Klimaverhandlungen. Und man muss wirklich sagen, das war heute ein Kipppunkt gewesen, wenn man sieht, zu was sich die USA im Plenum sogar zum 50%-Ziel erstmals nicht das zu considern, sondern dass sie bereit wären, das zu akzeptieren, bis 2050 angekündigt haben hier. Und dass sie diesen Flip-Flop gemacht haben, zuerst zu blockieren und dann, obwohl solcher Druck ausgeübt worden ist auf sie, mit beizugeben. Und jeder, der im Raum war, hat gemerkt, wie die Stimmung gewesen ist, dass, wenn das nicht passiert wäre, die USA vollkommen isoliert gewesen wären und als der große Verlierer dieser Konferenz dagestanden hätten, wobei wir alle der Verlierer gewesen wären. Wir haben weniger erreicht, was die Ziele, die in den, die Ranges, wie es hier geheißen hat, in den Texten, vor allem jetzt in der die bisher beschlossenen Text, der Roadmap drinsteht. Zu dem, was vorhin auch gefragt worden ist, dass hier die Fußnote auf alle Szenarien sich bezieht. Es ist ja dir gleichzeitig gesagt, dass tiefe Reduktionen angestrebt werden. Das heißt, es kommen auf jeden Fall nicht alle der Szenarien dabei in Betracht. Die meisten der Szenarien beinhalten keine tiefen Reduktionen. Aber es war nicht das, was wir an Eindeutigkeit, was wir uns hierbei gewünscht hätten. Wir hatten das vorher vermutet, wir sind hier mit hineingegangen und haben gesagt, wir müssen mit einer US-Regierung schaffen, dass wir den Verhandlungsstart hinbekommen und dass wir 2009 diese tiefen Ziele, diese tiefgreifenden Ziele auf jeden Fall durchhaben. Wir hätten uns gewünscht, dass jetzt ein klarerer Hinweis darauf enthalten gewesen wäre, aber die Chance haben wir noch. Das heißt, Bali Roadmap plus eine neue US-Regierung können uns durchaus bis 2009 zu dem hinbringen, was wir als Zielsetzung erreichen wollten. Wir haben eine Lokomotive, ich möchte nicht das CO2-intensivere Auto als Bild hierbei benutzen. Wir haben eine Lokomotive als Prozess jetzt, die vor allem deswegen sehr hilfreich sein kann, weil man in den Bereichen Technologie, Wälder und Finanzverhandlungen relativ viel als Verhandlungsbereitschaft, noch nicht als Ergebnisse, den Entwicklungsländern gegeben hat. Aber auf der anderen Seite klar ist, die notwendigen Finanzen für diese Bereiche können nur aufgebracht werden, wenn die notwendigen scharfen Entwicklungsziele auch beschlossen werden, weil die in erster Linie aus dem Kohlenstoffmarkt oder aus anderen Instrumenten, die direkt CO2-abhängig sind, generiert werden müssen. Dadurch kann die Koalitionsbildung, die man hier gesehen hat, zwischen Entwicklungsländern und der EU, hoffentlich auch anderen Industrieländern zunehmend weiter befördert werden. Auf der Dynamik müssen wir aufbauen. Das heißt, wir haben einiges gewonnen, längst nicht so viel, wie wir uns erhofft hatten. Und die Chancen müssen wir jetzt die nächsten Jahre auf der Ebene nutzen und auf anderen Ebenen ergänzen. Wir werden erstens ein Post-2012-Abkommen bekommen, ein globales Post-2012-Abkommen, in dem alle Industrieländer in irgendeiner Form mit Reduktionszielen drinnen sind. Wir wissen bei den USA noch nicht, wie das aussieht genau und bei den anderen auch nicht die Größenordnung ganz genau, aber wir wissen, es werden schärfere Reduktionsziele werden. Und wir wissen, auch in den Schwellenländern wird es Ansätze geben und es wird dort sogar über sektorelle Ziele verhandelt werden können oder sektorelle Weiterentwicklung des CDM oder Ähnliches. Das heißt, das Signal ist sehr deutlich und wir denken, dass bis 2009 dieses Signal noch wesentlich deutlicher werden wird. Wir haben hier zwei Länder gesehen, die ernsthaft und möglicherweise auch unabhängig voneinander teilweise den Prozess blockiert haben. Das waren die USA und Russland. Bei Kanada, Australien, die eher auf dem Zaun gesessen haben, und bei Japan bin ich fest überzeugt, dass wenn bei der USA es eine Wende gibt, dass diese Wende auch in den Ländern mitgetragen wird. Von dem her hängt ganz viel natürlich davon ab,
wie wird sich eine neue US-Regierung, egal von welcher Partei, positionieren. Und im Moment sind die Aussichten sehr gut, dass es tatsächlich dort einen deutlichen Wandel geben wird.